Hallo, ihr wunderbaren Stiergeborenen und Stieraszendenten, ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop im Januar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch eure Konstellationen begleiten. Ja, das Jahr beginnt für euch liebevoll mit super Venus-Aspekten. Um die Monatsmitte rum kann es aber zu einer Enttäuschung kommen. Vielleicht hat eine Freundin über längere Zeit nicht ganz die Wahrheit erzählt. Und trotzdem seid ihr bereit zu helfen. Das ist vorbildlich. Jetzt zum Erlebnishintergrund mit euren langfristigen Planeten. Ganz wunderschön für euch ist ein Romantikaspekt hier von Romantikplanet Neptun. Er steht bei euch im Haus der Freundschaft und steht sehr günstig zur Stiersonne. Viele Stiergeborene sind jetzt besonders liebevoll und feinfühlig mit ihren Freunden oder erleben eben auch, dass sie Freundschaften mit künstlerisch begabten Menschen haben, die sensibel sind. Oder sie tun auch gern Gutes im Freundeskreis. Also Charity ist für euch auch eine Möglichkeit, euch auszutauschen und interessante Leute kennenzulernen. Und diesen Aspekt spüren besonders diejenigen, die zwischen dem 28. April und dem 3. Mai Geburtstag haben. Dann habt ihr ja den Machtplaneten Pluto, auch in einem günstigen Aspekt zur Stiersonne stehen, hier oben aus dem Steinbock raus, aus dem 9. Haus. Das bedeutet, ihr habt einflussreiche Freunde, also ihr trefft Leute, die Fäden ziehen, Strippen ziehen können und erlebt vielleicht auch für euch selber Begegnungen und Beziehungen, die für euch sehr wichtig werden im Leben. Ich bin darauf auch ausführlich im Jahreshoroskop eingegangen, da könnt ihr euch das vielleicht noch mal genauer anhören. Auf jeden Fall ist das ein Aspekt, mit dem man interessante, charismatische Menschen kennenlernt, die wirklich was bewegen, die aber auch, sage ich mal, ein sehr einnehmendes Wesen haben. Das heißt also, wenn man mit solchen Menschen dann zu tun hat, muss man auch genau gucken, dass man das gut definiert und seine eigenen Grenzen auch klar macht, damit das eben für beide dann auch ein guter Aspekt ist. Und das spüren besonders diejenigen, die zwischen dem 5. und 10. Mai Geburtstag haben. Genau, und dann gibt es noch die Opposition mit der Lilith, die steht für euch im Partnerhaus, im Skorpion, auch sehr interessant. Stiermänner lernen also jetzt ganz, ganz spannende, wilde, kratzbürstige, interessante Frauen kennen, die sich auch auf keinen Fall auf irgendwelche Kompromisse einlassen wollen und die unbedingt ihre Unabhängigkeit bewahren wollen und deshalb besonders reizvoll erscheinen. Und für Stierdamen kann das auch heißen, dass vielleicht eine Konkurrentin unterwegs ist, wo sie ein bisschen aufpassen müssen auf ihren Schatz, also wenn sie liiert sind. Wenn ihr natürlich auch auf Frauen steht als Frau, dann ist das auch ein sehr spannender Aspekt für euch, wo ihr eine tolle Frau kennenlernen könnt. Und das spüren besonders diejenigen, die zwischen dem 14. und 21. Mai Geburtstag haben. Genau, kann eben auch wirklich eine ganz heiße Affäre sein. Okay, dann gehen wir jetzt mal den Monat durch mit den wichtigsten Themen und den Top-Tagen für euch. Also es geht los mit dem Neumond im Steinbock, der am 29.12.2016 stattfindet und so ein bisschen das Thema vorgibt für die nächsten 4 Wochen. Und das ist bei euch das Thema große Pläne machen, denn das steht im 9. Haus der großen weiträumigen Perspektiven. Also traut euch ruhig über das ganze Jahr oder mehrere Jahre nachzudenken, wo wollt ihr in 3, in 5, in 10 Jahren sein. So in diesem Maßstab kann man da mal nachdenken bei so einem Neumond. Allerdings ist der Merkur dabei rückläufig. Das heißt, es kann auch sein, dass ihr dann eure Meinung nochmal ändert oder dass ihr nochmal etwas auch anders seht. Deswegen würde ich damit auch erstmal so ganz für euch selbst anfangen, ganz verinnerlicht und auch nochmal in die Vergangenheit zurückblicken, was da so war und was euch in Zukunft wichtig wird. Und schreibt es euch vielleicht auch auf, denn es kann eben sein, dass ihr im Laufe des Monats darüber auch nochmal anders denkt oder noch weitere Ideen entwickelt. Ja, das ist also sehr wichtig. Dann gleich ein Top-Tag für euch ist der 3.1., wenn dann die Venus ins Zeichen Fische geht, in den Fischen, wo ja Neptun steht und auch noch der Mars dabei. Und dann geht der Mond auch noch in das Zeichen, was alles sehr schön zur Stiersonne steht und auch sehr prickelnde Zeiten verspricht. Mars, okay, kann jetzt auch mal einen Konflikt in Sachen Freundschaft mit sich bringen, aber ich glaube eher, dass ihr das mit viel Verständnis auch lösen könnt. Und wenn die Venus dann eben dazukommt, dann ist das einfach eine sehr schöne und liebevolle Energie. Und das bedeutet natürlich auch, dass man mit Hilfe von Freunden oder über das Kennenlernen oder indem einem eben Freunde irgendwo mit hinnehmen, man auch tolle neue Leute kennenlernen kann. Und eben auch, weil es in den Fischen ist, wäre das auch ein Hinweis, dass man über wohltätige
Aktionen und Aktivitäten auch tolle Leute kennenlernen kann. Und das gilt dann den ganzen Monat über. Da wird die Venus euch erhalten bleiben. Ja, dann haben wir gleich ein Top-Wochenende vom 7. und 8., wenn der Mond auch in eurem Zeichen steht und lauter schöne Aspekte auch zu diesen Liebes- und Charity-Konstellationen bildet. Also ich kann es nicht oft genug sagen, die Stiere, die also was Gutes tun, die werden über diese Schiene auch die Liebe finden können. Genau. Und dann haben wir ja den Vollmond. Ach nee, erstmal am 8.1. wichtig, da wird der Merkur wieder direktläufig und geht dann am 12. in euer neuntes Haus. Das heißt, Pläne, die eventuell revidiert werden, könnt ihr euch dann nochmal neu anschauen. Und dann ist nämlich auch Vollmond und der wirft dann ohnehin nochmal ein Schlaglicht auf die Pläne, die ihr gemacht habt. Und vielleicht bezieht ihr dann auch noch andere Gedanken mit ein, die vielleicht etwas zu tun haben mit eurer Gesundheit oder eurem Joballtag und vielleicht auch mit der Spiritualität. Kommen also nochmal ganz starke neue Impulse rein dann zu Vollmond. Da müsst ihr dann mal drauf achten. Es kann auch gut sein, weil dieser Vollmond ist nicht so ganz ohne, der ist auch schwierig für viele Sternzeichen. Es kann auch gut sein, dass ihr dann anderen, die verwirrt sind, nicht schlafen können oder sich streiten oder das eben auf unangenehmere Weise merken, dass ihr für die dann da seid und denen eine starke Schulter bietet. Das ist sehr schön und auch eure eigenen Pläne nehmen dann Gestalt an. Dann haben wir noch Top-Tage für euch am 15. und 16. Da steht nämlich dann auch wieder der Mond schön harmonisch zu euch und dann hier auch mit dem Mondknoten kann also sehr gut sein, dass ihr dann auch noch mal jemanden kennenlernt. Und auch sehr betont sind dann in dieser Zeit sportliche und kreative Aktivitäten. Also da solltet ihr irgendwas tun, was euch Lust und Freude bereitet, wenn es irgendwie geht. Dann haben wir, ah ja, hier genau, kritisch, aber erfolgreich habe ich da geschrieben. Das ist nämlich am 19. Da wird die Sonne in euer 10. Haus gehen, also ins Haus der Karriere. Und das ist ja ein Spannungsaspekt. Das bedeutet, wirft dann Schlaglicht auf eure beruflichen Ziele und Pläne und da müsst ihr dann richtig ranklotzen und bekommt sehr viele Gelegenheiten, da voranzukommen, was aber natürlich im Konflikt zu Beziehungen stehen kann, weil ihr dann vielleicht nicht mehr so viel Zeit für die Liebe habt. Da müsst ihr euch dann eben entscheiden, ob ihr euch für die Karriere einsetzt oder für die Liebe. Aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Also bitte, nicht zu dramatisch. Dann haben wir aber auch gleichzeitig den Mond im Partnerhaus und das Ganze wieder harmonisch hier zu der Romantik-Freundschaftskonstellation. Und insofern fällt euch da vielleicht auch was ein, wie ihr immer noch genug Zeit für euer Privatleben finden werdet. Genau, und dann ist aber diese kritische Phase um die Monatsmitte ist eben, oder eigentlich in der zweiten Monatshälfte genau genommen, die fängt ja so am 20. Nee, stimmt nicht, geht vom 14. bis 20. Das ist, wenn hier Saturn dieses Quadrat bildet auf die ganzen Planeten hier im Freundschaftshaus. Und das ist eben die Zeit, wo eventuell ihr vielleicht eine Enttäuschung erfahrt in Bezug auf eine Freundin oder eine Bekannte, die dann vielleicht, wo sich dann vielleicht rausstellt, dass da jemand hinter eurem Rücken was anderes gemacht hat. Und das könnte dann schon zu frustrierenden Situationen führen. Das ist also einmal vom 14. bis zum 20. erstmal mit Mars. Dann wäre es vielleicht ein männlicher Freund oder Bekannter. Und dann nochmal vom 21. bis zum 24., da ist es dann die Venus, dann also vielleicht eine Freundin. Im schlimmsten Falle vielleicht jemand, der jetzt hinter eurem Rücken mit eurem Partner flirtet. Das möchte ich aber gar nicht beschwören. Ich glaube, es ist eher eine Freundschaftssache, ne, die sich dann aber vielleicht auch klären lässt. Genau, und dieser Aspekt geht ja dann auch bald zu Ende. Ende des Monats ist der wieder, läuft der wieder raus. Genau. Und der Neumond am 28., der passiert dann eben bei euch im Karrierehaus. Auch wieder Entspannung zur Stiersonne ist also vielleicht ein bisschen unbequem, aber eben verheißt Erfolge. Und da solltet ihr dann ruhig mal drüber nachdenken, was für euch wichtig wird, beruflich, Karriere, persönliche Ziele auch, Fernziele auch. Ne, dass ihr da auch nochmal Pläne macht, speziell darauf hin, was euch da wichtig ist. Genau, und dann geht ja am 28. auch der Mars ins Zeichen Widder, und das ist ja so der Sport- und Energieplanet auch. Der geht dann für euch ins 12. Haus und das kann bedeuten, dass euch dann vielleicht manchmal ein bisschen der Schwung fehlt. Da würde ich dann einfach sagen, öfter mal Pause machen, ein bisschen ruhiger es angehen lassen. Und für spirituelle Stiere kann das natürlich auch neue energetische Impulse dann bringen, wenn der Mars da ins 12. Haus geht.
Also nur, dass ihr das eben beachtet, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr dann vielleicht so Zeiten habt, wo ihr ein bisschen schlapper seid als sonst. Das muss aber ja für die Liebe keine negativen Auswirkungen haben. Ja, ihr Lieben, soweit also euer Monat Januar. Dann jetzt noch ein paar Tipps zum Schluss. Wenn ihr noch nicht Abonnent seid, dann könnt ihr es ja noch werden und damit auch wieder an meiner Verlosung teilnehmen. Ich verlose 15 Minuten Kurzberatung für alle Abonnenten. Und dann macht ihr einfach hier mit. Das erscheint ja hier im Bild. Hier klicken und an der Verlosung teilnehmen und dann könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr euch für Liebe und Astrologie interessiert, am 28. Januar beginnt mein neuer Kurs meiner Ausbildung und da geht es dann um Liebe und Partnerschaft im Horoskop. Da könnt ihr lernen, wie man ein Partnerhoroskop richtig deutet. Und dazu gibt es ein kostenloses Infowebinar am 28. Dezember. Und das ist hier auch eingeblendet. Das könnt ihr später auch als Video euch angucken, wenn euch das interessiert. Ja, und dann wollte ich euch natürlich noch darauf hinweisen, dass ihr meinen Service auch gerne in Anspruch nehmen könnt, bei mir eine persönliche Beratung buchen oder wenn ihr was Kurzfristiges habt, was mal schnell wichtig ist, könnt ihr mich auch auf der Hotline erreichen, also kurz auf meinem Kundentelefon anrufen und dann gebe ich euch die Hotline-Nummer und dann können wir da zum Minutenpreis von 2,99 € telefonieren, wenn es was Dringendes ist. Ja, meine Lieben, damit wünsche ich euch einen kuscheligen Januar und alles Gute mit den Sternen.